Warum hast du eine rote Strähne und nicht blond wie Can? Rote Strähne? So ein Blödsinn, wo hast denn das her? Mein T-Shirt aus dem Endable Beyond Shop, das hat eine rote Strähne. Aber wie du siehst, ist sie bei mir blond wie bei Can. Ich bin einfach zuvor zum Nachfärben. Intro. Rutschiger Boden. Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Freut mich, dass ihr zu der neuen Folge Ask Jam eingeschaltet habt. Da habe ich mich auch tatsächlich wieder vor die Kamera getraut. Was ich allerdings damit meine, erzähle ich euch am Ende des Videos. Jetzt erstmal her mit euren Fragen. Wie würdest du dich fühlen, wenn ein Zuschauer wegen dir weint? Ja, ich würde mich natürlich freuen. Schließlich habe ich diese Person ja absichtlich zum Weinen gebracht. Hattest du schon mal etwas mit der Polizei zu tun? Ja, vor kurzem erst habe ich Anzeige erstattet, weil ich auf Twitter Morddrohungen bekommen habe. Sorry, Hate hin oder her, aber für sowas habe ich dann auch kein Verständnis mehr. Und das andere Mal war 2009 gemeinsam mit Can. Da sind wir beide mit seinem 25er Roller im Winter, ich glaube bei minus 15 Grad waren es locker, es war richtig arschkalt. Sind wir auf der Straße unterwegs gewesen in Hagen und da wurden wir von der Polizei rausgezogen, weil die gucken wollten, ob wir noch ganz dicht sind. Die haben dann Can so mit so einer Taschenlampe ins Auge geleuchtet und haben ihn gefragt, ob er schon Alkohol getrunken hat. Und seine Antwort war, sie halten mich gerade davon ab. Was willst du unbedingt mal erlebt haben? Was ich unbedingt vor meinem Ableben mal machen möchte, ist Fallschirmspringen und Bungee-Jumping. Redest du die Leute von Apple War Pictures mit dem Nicknamen oder dem richtigen Namen an? Ja, ich sag mal Hälfte, Hälfte. Can und Tenz habe ich auch unter den Namen Can und Tenz kennengelernt. Demnach habe ich sie noch nie anders genannt als Can und Tenz. Ich könnte Tenz niemals Nico nennen, das klingt für mich irgendwie nicht richtig. Bei Lossi und Shorty ist es so, dass ich sie nicht unter ihrem Nicknamen nenne, weil Lossi kenne ich schon seit ich 5 bin oder so und da gab es den Namen Lossi so noch gar nicht. Und ja, das hat halt was mit Gewöhnung zu tun und wie ich die Leute halt kennengelernt habe. Ganz ehrlich. Worauf wirst du dich in nächster Zeit besonders freuen? Auf die Videodays, die drei Toten Hosen Konzerte dieses Jahr, Rock am Ring und das Onkels Konzert, wo ich noch hingehe. Darauf freue ich mich gerade dieses Jahr. Darauf freue ich mich gerade dieses Jahr. Wie würde dein 1 Million Abonnenten Special aussehen? Woo! 1 Million Abonnenten! Fuck yeah! Ich kündige! Was ist dein Lieblingssong von den Toten Hosen? Da gibt's viele, aber von meinem Lieblingssong habe ich auf diesem Channel schon mal einen Ausschnitt hochgeladen. Wen würdest du selber auf dem Videoday an Zuschauern erkennen, also von Twitter oder so? Ja, erstmal dich sowieso. Und dann ist ja noch dieser Typ, der als Profilbild diesen bunten Daumen hat, der immer überall alles kommentiert. Kennt ihr den? Was hast du als Desktop-Hintergrund? Also auf meinem MacBook habe ich ein Wallpaper von Mewtwo, das ich schon ziemlich lange habe, weil es mir sehr gut gefällt. Und auf meinem Handy... Und auf meinem Handy findet ihr ein Wallpaper von Midna aus Twilight Princess. Kannst du ein Wheelie machen? Ja klar, mit Effekten geht alles. Was magst du an deiner Freundin am meisten? Dass sie putzt und den Abwasch macht. Bist du ein Zauberer? Ja klar, du musst mich nur richtig erschrecken und dann scheiße ich in deine Hose. Was sagen deine Eltern zu deinen Videos? Nein, das gibt's nicht. Das ist doch nie mein Sohn. Das ist doch nie mein Sohn. Scheiße alles. Hattest du als Kind gute Schulnoten? Na, als Kind nicht so wirklich. Ich war jetzt nie versetzungsgefährdet oder so. Aber ich erinnere mich zum Beispiel an ein Zeugnis in der 7. Klasse oder so, das komplett nur mit 4 waren. Ich hatte nur 4 und nichts anderes. Das hole ich aber auf meiner jetzigen Schule nach. Zurzeit habe ich einen 1,8er Schnitt. Wenn du mit deinen Videos soziale Projekte unterstützen könntest, welche wären das? Bacon für die Welt. Und was ist mit Vegetariern und Veganern? Die kriegen Holz. Hast du das Bild aus dem Hintergrund, Anime-Poster, wegen dem Aussehen des Charakters oder weil du die Serie magst? Wen? Die Tittenmaus? Ich weiß nicht mal, wie sie heißt oder woher sie kommt. Würdest du bei Tube Clash mitmachen, wenn es geht? Das wird sich zeigen. Meine Bewerbung an Dark Victory habe ich bereits rausgeschickt. Ja, danke. Yay, schon wieder so eine scheiß Tube Clash-Bewerbung von so einem Trash-Tuber. Ach, scheiß drauf. Wie viele Stunden wart ihr alle insgesamt betrunken in eurem Urlaub? Naja, definiere betrunken. Also so richtig abgeschossen haben wir uns eigentlich überhaupt nicht. Aber wir haben eigentlich die ganze Zeit zwischendurch gesoffen. Also ein gewisser Pegel war dann 9 Tage da. Normalerweise würde ich ja sagen, lasst euch bloß nicht auf Hater ein und gebt ihnen keine Aufmerksamkeit, denn das ist genau das, was sie wollen. Aber ich habe einen Typen gefunden, den ich so ironisch lustig finde, dass ich ihn jetzt einfach nochmal mit reinnehmen muss. Und zwar handelt es sich um den Typen, den ich bereits in meinem letzten Video schon als Beispiel genommen habe. Dieser hat mir nämlich noch einen Kommentar geschrieben.
Also, kurz zusammengefasst. Ich bin 29 und bin mit 19 von meinen Eltern ausgezogen. Ich habe 2 Jobs und arbeite 16 Stunden am Tag und du liest ja nur Witze vor. Bla 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 bla, du bist schwul und hast AIDS und bist ein Straßengötter, der nur Fame will. Du bist super schwul und hast eine hässliche Frisur. Bla bla bla. Ah, da. Ich weiß genau, dass ich die nächsten Jahre dein Hartz IV bezahlen muss, also sei bitte etwas netter, sonst gebe ich dir eine Sperre. Good night, du Hässlette. Ich muss gleich pennen, weil ich morgen arbeiten muss. Nicht so wie du, der um 15 Uhr aufsteht, dumme Witze vorliest und um 17 Uhr wieder ins Bett geht. King Kong, ich danke dir. Millionen Hartz-IV-Empfänger, so wie ich es einer bin, verlassen uns jeden Tag auf dich. Wir verlassen uns darauf, dass Leute wie du für uns arbeiten gehen, damit ihr für uns die Wohnung bezahlt. Auch wenn es dich vielleicht ärgert, dass du 96 Stunden die Woche arbeiten musst und ich ja nur kurz meine Witzchen aufnehmen muss, so bin ich dir doch vom Herzen dankbar. Der hier ist für dich. Welches deiner Formate macht dir selbst am meisten Spaß? Spaß habe ich im Prinzip an allen meinen Formaten, nur habe ich manchmal auf das eine mehr Lust und auf das andere weniger. Crazy Records und das Hassalphabet mache ich immer noch gerne, allerdings habe ich im Augenblick weniger Lust darauf, weil ich gerade nicht so gerne vor der Kamera rumspringe. Mit dem Hartz IV, das ich von King Kong bekomme, habe ich mir jetzt auch so eine Vloggercam gekauft. Und im Augenblick habe ich, glaube ich, mehr Lust, so Follow-Me-Around-Vlogs oder sowas zu machen oder irgendwas in der Richtung. Ich will mich da halt ein bisschen ausprobieren. Die lustigen Witze für freitags um 17 Uhr werde ich auf jeden Fall regelmäßig beibehalten oder ich werde es zumindest versuchen, weil die nicht mit so einem großen Aufwand verbunden sind. Für die muss ich mich nicht vor eine Kamera stellen und die haben so einen regelmäßigen Schnittablauf. Das ist halt alles eine Schnittfolge. Und ja, solange ihr es guckt und cool findet, mir macht es auf jeden Fall Spaß, solange werde ich das auf jeden Fall beibehalten. Nehmt es mir aber nicht krumm, wenn hin und wieder die Montagsvideos mal rausfallen. Ich habe immer noch viel zu tun mit der Schule und ich will halt auch nicht irgendeinen Mist dahin rotzen. Ich denke auch so langsam über den Kanaltrailer nach, aber ich will auch mal schauen, wie ich das mache. Am 1. und 2. Mai könnt ihr mich in Berlin auf den Videodays treffen. Am 1. Mai werde ich mit Chad und Hens gemeinsam 2 Autogrammstunden geben. Wann und wo genau, das erfahrt ihr dann noch auf Twitter. Und am 2. Mai treten Marty und ich gemeinsam mit unserem Song Helden und Diebe in der Abendshow auf. Mal sind wir Helden und mal Diebe, je nachdem wie der Witz sich dreht. Lasst einen Daumen nach oben da, um mich zu unterstützen und schreibt mir neue Fragen von euch unten in die Kommentare. Haut rein! Über den Haufen geschossen, das klingt irgendwie asozial. Doch wir sind höflich und bescheiden, die netten Jungs von Nebel.